Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Spielerkarriere und es geht weiter. Ich hoffe gegen Neapel, genau, sind wir wieder drauf. Wir können also das Hin sowohl das Hin als auch das Rückspiel gegen Neapel bestreiten. Das finde ich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt gegen eine Champions League Mannschaft schon ran dürfen. Aber, beziehungsweise hätte es vorher nicht gedacht, mittlerweile sind wir ja schon auf einem Niveau, wo man sagen muss, eigentlich ist der Trainer schon darauf angewiesen, uns hier aufs Spielfeld zu setzen. Zumindest wenn man sieht, dass die wichtigen Spiele häufig doch noch verloren gegangen sind, wenn wir nicht drauf waren. Finde ich auch immer ein bisschen komisch, dass die Spiele sich nicht wirklich danach richten, wie man sonst gespielt hat. Also, zu Anfang haben wir noch relativ häufig verloren, wenn wir nicht drauf waren. Mittlerweile ja eher nicht, aber es waren noch nicht so die großen Gegner. Während die Laola-Welle hier durchs Stadion läuft. So, Dani Alves ist mit vorne, Messi ist drauf, das ist ganz wichtig. Denn der wird es auch mal schaffen, eine Flanke eventuell zu spielen. Wenn er denn mal abspielt, aber so gibt es jetzt hier die Ecke. Wir laufen mal raus, damit wir den Abpraller hier hinten bekommen können. Oh, Laxal. Von wegen Abpraller, naja. Wieder im letzten Moment noch den Raum zugestellt, der Gegner. Und somit für uns da nichts möglich. So, im Endeffekt haben wir im Hinspiel ein 1-0 geschafft. Das heißt, wenn wir es hier schaffen, 0-0 rauszugehen, haben wir gewonnen. Wenn wir es schaffen, ein Tor zu schießen, haben wir eigentlich schon gewonnen. Also es wird dann schwierig, denn der Gegner muss dann 3 Tore schießen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Es reicht dann immer noch aus, wenn die 2 Tore machen. Wir haben ja auswärts nur 1. Also im Endeffekt ein Ergebnis, was uns nicht wirklich viel bringt, hier das 1-0 bisher. Aber ich denke mal, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Hier am Ende dann doch siegreich vom Platz zu gehen. Vor allem mit Messi drauf sollte es eigentlich immer ganz gut klappen. Ich sehe den ja hier nicht als super Spieler, so wie das in der Realität ist, aber er ist dann doch relativ gut in der Offensive, wenn man so die Alternativen betrachtet, die wir hier haben. Ja, Lassalle lässt sich wieder den Ball abnehmen. Ah, wie soll ich denn da rankommen? So, Hamžík, so einer der Spielmacher beim Gegner. Tja, wir kommen nicht ran, aber haben dann doch noch entscheidend gestört. Schön, dass du den Pass dahin spielst, wo ich gar nicht mehr stehe. Junge, Laxal momentan hier nicht mehr so ganz auf der Höhe. Ich weiß noch, am Anfang hat das richtig gut geklappt mit dem von uns. Oh, statt der den Pass nach vorne spielt. So, Messi. Messi! Oh, schade. Hat hier den Pass auf jeden Fall gesehen, den ich da haben wollte. Aber so gespielt hat er ihn dann trotzdem nicht. Denn, ja, die können ja auch mal einen hohen Pass spielen, ne? Es ist immer einfacher, dann da ranzukommen. Wenn man hier den Flachpass spielt, dann kann einfach mal jemand ein Bein dazwischen stellen und der Ball kommt nicht an. Tja, wäre mal schön, wenn irgendwer stört. Ist so eine schöne Sache. Ich bin hier eingeteilt, hier drüben zu stehen. Deswegen, komm, Neymar, mach ihn doch. Was machst du da? Also ich frage mich, welcher Spieler, wenn er einen Abpraller kriegt, sich denkt, boah, jetzt haue ich mich erstmal hin und mache einen Seitfalls hier. Stell den einfach im Kopf reinsauen. Aber naja, gut. Traoré ist aber auch ein Riese hier, ne? So. Er hat doch bestimmt seine 2,10 Meter. Oder zumindest 2 Meter. So. Neymar und Iniesta. Im Endeffekt haben wir wirklich die Stammoffensive, beziehungsweise die absolute Top-Offensive momentan drauf. Da müsste ja auch noch was gehen. Wenn immer ein bisschen schneller gespielt hätte, den Pass, dann hätten wir ja auch kein Tempo ausnehmen müssen. Oh, wo er da hinschießt. Unglaublich. Und das für einen Iniesta. So weit am Tor vorbei. Ja,
Ah, toll. Ich dachte natürlich, dass er dann doch in die Mitte spielt, aber der kann dann natürlich vorhersehen, wo wir hingehen und spielen. So, Iniesta, genau eine Station vor und jetzt vorne, 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 vorne. Ja, viel zu lang gebraucht. Der Ball hätte schon längst vorne sein müssen. Nix abseits. Guck genauer hin, Junge. Ja, na toll. Bringt uns wieder nichts, dass wir hier durchkommen. Denn die Verteidiger stehen einfach zu gut. Momentan. Zumindest für uns. Jetzt bringt er so einen hohen Pass. Wo das überhaupt nichts bringt. Ach ja. Das ist doch echt zum Mäusemelken hier. Genau, schön gespielt. Iniesta ist auch dran. Auch wichtig gewesen, dass er da nochmal nachsetzt. Sonst hätten wir vom Ballgewinn nichts gehabt. Beziehungsweise es wäre gar kein Ballgewinn geworden. So, und jetzt kommt Randa. Ich hätte auch einfach rumgestanden und nichts gemacht. Das ist immer super. So kriegen wir nämlich immer Fehlpässe. Die eigentlich nicht sein müssten. Denn der war genau auf Mann gespielt. Aber steigt noch nicht mal hoch zum Kopfball. So, den wird er eh kriegen, weil er eh weiß, was wir tun. Ich dachte, in dem Moment geht er wieder weg und die Chance ist wieder für einen Eimer. Oh, schade. Raphael hält den, der auch nicht wirklich gut geschossen, aber na gut. Schutowski momentan hier ganz gut am Röcheln. So, wir bleiben mal hier an unserem Mann. Ausnahmsweise. Ja, kriegen jetzt auch wieder einen anderen zugewiesen. Was mich dann wieder irgendwie doof aussehen lässt. Ich kann keine zwei Leute decken. Das geht nicht. Vor allen Dingen, wenn die 20 Meter auseinander stehen. Ist echt toll, diese ganzen Kreise immer. Jetzt gehen wir dahin, dahin und dahin. Und dann gehen wir mal dahin. Aber ich laufe schon wieder sehr, sehr viel. Was eigentlich nicht gewollt ist. Na gut, also bisher... Auf jeden Fall Luft nach oben, da ist nicht viel zusammengelaufen, noch keine großen Chancen gehabt. Könnte im Endeffekt nur besser werden. Ich hoffe mal, dass hier die Offensivleute nicht rausgenommen werden. Also wir werden wahrscheinlich gehen am Ende. Aber dass hier Messi und Neymar auf jeden Fall draufbleiben, das wäre ganz gut fürs Spiel. Auch wenn ich jetzt hier nicht sagen kann, dass da jetzt viel von denen gekommen ist, aber trotzdem... Individuelle Klasse kommt dann halt immer wieder durch. Ist halt nervig, wenn wir hier mit Affelei immer spielen müssen. Der hat nämlich im Endeffekt nichts drauf. Und das müssen wir dann immer ausmerzen. So, 19 Tore in der Saison bisher. Und die Saison geht noch, ja, ein bisschen. Nicht so lange, aber ein bisschen. Vor allen Dingen dadurch, dass wir halt immer die ganzen Spiele nicht immer spielen. Also... dass wir hier jedes zweite, dritte Spiel nur drauf sind. Dadurch geht die Saison halt ein bisschen schneller vorbei. Ist natürlich auch schlecht für unsere Spielerbewertung. Also wir werden einfach nicht so schnell besser. Aber ja, im Allgemeinen ist es, glaube ich, ganz gut so, dass wir hier möglichst viele Stationen in unserer Karriere durchmachen. Hätte es auch einfach nochmal passen können. Ich hoffe mal, dass wir hier noch gute Angebote aus dem Ausland bekommen. Vor allen Dingen England, Italien. Da sollte es nochmal was geben. Oder vielleicht nochmal Real Madrid. Würde mich auch reizen. Allein deswegen, weil die im Normalfall bessere Kopfballspieler haben. Und wir ja eigentlich jemand sind, der viel auf Flanken spielt. Und da würde ich gerne mal sehen wollen, ob Ronaldo beispielsweise uns die Flanken ja ganz gut abnehmen kann. Ansonsten in England bin ich eigentlich offen für alle guten Clubs. Ja, also von Tottenham Hotspur über Arsenal, Liverpool, ja, Chelsea, Manchester City und... Habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall die Mannschaften, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Komm, oh, schade. Ja, das ist halt hier das Problem. Wir brauchen eigentlich über Flanken kaum zu kommen, weil kein Mensch kann die Flanken abnehmen. Die sind alle hier 1,70 oder so groß. Da haben wir eigentlich niemanden, der wirklich was kopfballmäßig zu bieten hat. Neymar, glaube ich, noch der Größte und... Hernandez, glaube ich, war auch nicht so klein, bin mir jetzt aber nicht sicher. Im Endeffekt spielen die auch nicht oft. Bojan war auch nicht wirklich kopfballstark, also das ist so die Schwäche von Barcelona. Ich meine, im Endeffekt spielen die halt über diese schnellen Pässe, das ist deren Prinzip. So machen die ihre Tore. Aber
Ich will halt auch ein bisschen variabel sein, was das Toreschießen angeht. Und deswegen ist Barcelona auch nicht die Endstation, wo ich jetzt sagen würde, privat, dass ich da jetzt spielen möchte. Vor allen Dingen nicht mit der Mannschaft. Vor allen Dingen Affelei, das regt einen auf. Nein, komm, 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 komm. Nein, das gibt's nicht. Ich komme einfach nicht ran an den Ball. Hätten es hier klar machen können. Wie gesagt, die kommen auch mit einem Unentschieden weiter, aber es ist ja natürlich nicht mein Anspruch, hier mit einem Unentschieden durchzukommen, sondern ich möchte das Spiel natürlich auch gewinnen. Ja, darauf habe ich gewartet. Im Endeffekt war das eine Win-Win-Situation. Entweder ich komme durch mit dem Pass oder wir kriegen den Vorteil gepfiffen. Gut, Batra geht, Dani Alves kommt. Ist das nicht ein Außenverteidiger? Batra ist doch eigentlich Innenverteidiger, oder? Ja, ganz, ganz schlechter Freistoß. Ja, gut. Muss man vergessen, solche Aktionen. Da war vielleicht Dani Alves am Freistoßschießen und noch nicht ganz auf dem Platz. So. Ich bleibe weiterhin vorne. Ich sollte mich aber mal ein bisschen nach rechts orientieren, weil das meine Angriffsseite ist. Und jetzt komm, 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 Spiel, werf. Genau. So, Busquets. Und wir versuchen jetzt hier natürlich auf unsere Seite zu gelangen. So, und jetzt können wir durchstarten. Ja, Cesc Fàbregas spielt nach hinten. So, auf Außen, Jordi Alba. Nochmal in die Mitte. Ah, Messi. Zu viel Getrickse. Mensch, hätte es einfach nur den Hackenpass geben müssen zu uns und dann wäre das durch gewesen, das Ding. So, oben nochmal. Oh, warum spielt er den Pass denn nicht? Muss ich nicht verstehen. Muss ich weiß Gott nicht verstehen. Komm, spiel vor. Ach nee. Das wird so nix. Das kann ich euch hier schon verraten. Einundachtzigste Minute und jetzt wird's auch langsam eng, ne? Wenn jetzt hier ein Gegentor kommt. Dann geht es in die Verlängerung. Und Verlängerung ist immer was, was ich gar nicht möchte. Tja, faul, nicht gepfiffen. Wir versuchen es hier trotzdem noch zu machen. So, jetzt lauf doch mal weiter. Warum bleibt der in dem Moment stehen? Das muss ich echt nicht verstehen. Wäre der weiter gelaufen, hätte er den Ball zumindest kriegen können. So läuft er da einfach nicht weiter. Und ja, mein Versuch, den Pass zu spielen, ist absolut sinnlos gewesen. Ist schade, sowas. So, ich hoffe mal, dass wir hier nochmal was nach vorne hin machen können. Denn die Bewertung, die wir momentan haben, ist sehr, sehr schlecht im Vergleich zu allen anderen Spielen, die wir bisher gemacht haben. Gut, Messi geht und Pato kommt. Das ist auch kein Wechsel, den ich gemacht hätte. Ich hätte, wenn dann, uns runtergenommen, weil wir hier doch schon auf dem letzten Ast pfeifen. Warum spielst du denn nicht länger? So, jetzt komm, komm, komm. Neymar spielt ihn auf uns. Und wir haben Platz, wir haben Platz. Wir machen ihn nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war die beste Chance des Spiels und wir machen sie einfach nicht. So, jetzt aber. Jordi Alba. Ja, natürlich. Pedro läuft hier wie ein Besenkter dazwischen. Dass das auch nie Konsequenzen hat, dass die hier so dazwischen laufen, ist auch eine tolle Sache. So. Lauft euch oben frei. Naja, Wahnsinn. Und jetzt schießt Busquets. Meine Güte. Der ist. Ja, das Spiel 0 zu 0 wird es enden. Das kann ich euch schon sagen. Ja, schade, dass es kein Tor gibt, aber trotzdem haben wir das insgesamt natürlich gewonnen. War eine eher bescheidene Leistung, sowohl von uns als auch von der gesamten Mannschaft. Aber ich muss auch sagen, dass die einfach nicht gelaufen sind, ne? Die sollten einfach mal vorne reinlaufen. Jordi Alba kann ja nicht erst am Ende. Das wird Dani Alves. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schuto.